So, kann ich jetzt die Fracht abholen und dann zusehen, dass ich dann so schnell wie möglich dann wegkomme. Ah, ihr seid schon da. Hallo und herzlich willkommen hier bei Atze Gaming und zu einer weiteren Folge von The Story. Ja, ich hatte jetzt mir, hab mir dann vorhin schon die Mail reingezogen von Marlene und ja, es geht nach, ja, es geht in die Niederlanden. Nach Groningen geht's. No, ist eine relativ weite Strecke, 730 Kilometer, wenn das Navi nicht lügt. Ja, muss jetzt wieder zu der zu einer anderen Spedi fahren, aber ist nicht schlimm, ist direkt hier nebenan, 1, 2 Kilometer glaube ich, ist ja nicht jetzt so das weite Stück. Und dann ja, müssen wir zusehen, dass wir schnell wegkommen, weil die Fähre wartet ja wieder nicht. Wir müssen ja mit der Fähre fahren, haben einen Seeweg von ca. 60 Kilometer. Fährpreis, naja, das sind 300 Euro. Und ja, Frachtladung hatte ich noch nicht erwähnt. Das ist Hüttenkäse, wird die, der ganze Quark wird vergütet mit 1445 Euros. Genau. Absichtlich alles, ne? Und die Fährpreis und. Aber okay, ist ja alles trotzdem nicht schlecht. Unterm Strich. So. Dann wollen wir mal hinfahren. Lichtlein an. Es wird heute alles ein bisschen zügiger ablaufen mit der Abfahrtskontrolle und so weiter und so fort, weil ich bin ja eigentlich schon ein bisschen spät dran. Also von daher Hoppi Galoppi heißt das. Hoppi Galoppi. Biege nach rechts ab. Ja. Da kommt nix. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, die Ampel gehört noch mir. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Alles gut. Hier endet es. Ja. Könnte der jetzt mal hier aufmachen? Sehr schön. Ach, da ist er ja. Hello, sir. Where is the registration, please? Hello, please register there. Okay, thank you. Will ich mich bei ihr hinstellen. Und ja, so. Und alles weitere dann gleich, ne? Wie immer. Okidoki. So, die sind jetzt am Beladen. Ich hole mir jetzt gleich meine Papiere ab. Müssen gleich fertig sein. Und dann will ich meine Abfahrtskontrolle schnell mal machen. Und dann, ja, geht's dann zügig dann los. Weil, wie gesagt, ich habe ja keine Zeit, ne? Also von daher muss ich mich sputen. Also dann.
Wir sehen uns gleich. So. Weit so gut. Liebe Leute, ich habe die Abfahrtskontrolle schon gemacht, weil, wie gesagt, keine Zeit. Aber mal das heute mal weggelassen, dass wir alle zusammen machen. Und ja, können wir ja mal machen, ne? Ist ja nicht so dramatisch, weil ich muss jetzt wirklich los. Mit der Fähre, das ist immer so eine Sache. Das ist immer so eine Sache. So. Mal ja, uns da langsam hier durchschwängeln hier. Licht habe ich angemacht. Ja. Ja, habe ich jetzt nicht so gesehen gehabt. So. Was ist er denn? Wollen wir Tschüss sagen? Ja, mach mal auf. Ich meine, bye bye, Sir. Goodbye, Mister. Oh, oh, jetzt mach die Schotten hier mal auf hier. Komm. Scheiße. Biege nach rechts ab. Muss ich mich ein bisschen quer hinstellen hier. Ja, das ist halt so. So. Naja, ist ja egal. Richtig oder falsch. Stellt sich ja keine vor die Linse. So, auf zur Fähre, ne, würde ich mal sagen. Let's go. Ja, hier habe ich ja abgeladen gehabt. Richtig, richtig. By little. By little. Hier ist Volvo, auch nett. So, auf geht's zur Fähre dann, ne? Immer weiter hier. Naja, es waren 17 Tonnen Hüttenkäse. Ich weiß nicht, ob ich die Tonnage gesagt habe. Aber jetzt 17 Tonnen. Genau. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen.
War aber auch zügig, ne? Oder? Nimm diese Ausfahrt. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, schaffen wir noch. Alles gut. Aber zum Hafen jetzt. War schon fast. Fast. Da, fast. Ein bisschen müssen wir fahren noch. Ja. Sehr schön. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, ja. Na klar. Na klar. Speedkameras, alles klar. Nee, geblitzt möchte ich eigentlich nicht. Ich habe genug Bilder. Also jetzt nicht solche, ne? Aber ich möchte keine zusätzlichen haben. Ich weiß, sie sind sehr schön. Naja, schön. Schön ist so eine Sache, ne? So. Geht's dann gleich ein bisschen schneller voran, ja, ne? Jetzt zum Beispiel können wir ein bisschen beschleunigen. Hier die Einfädelung, ne?
vorhin wieder ein bisschen lahmarschig hier. Ja, das ist ja nett. Wenn du jetzt auch jetzt die Bahn wechseln würdest, weil ich ja na gut, das war knapp, ne? Das war knapp. Na ja, die Tanke wäre auch nicht schlecht gewesen, ne? Ach, da habe ich nicht auf die Preise, Dieselpreise geachtet. Mist. Nun gut. Nützt nix. Mich danke ich jetzt nicht mich jetzt großartig aufhalten, weil ich habe erstmal Ruhe, wenn ich jetzt auf der Fähre bin, und dann kann ich immer noch alles tätigen. Mal ein, zwei Kaffee reinpfeifen und dann gemütlich die Beine hochlegen. Für ein paar Stunden, dann ist gut. Geradeaus. Bitte links. Nimm die Ausfahrt links. Biege nach links ab. Southampton. Ah, Southampton? Wo oder wo? Das weiß ich gar nicht. Schau mal. Ich schau gleich mal. Voilà. Was ist mit der Polizei da? Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Na gut. Ja, jetzt fährst du auf einmal. Komm, fahr!
Idiot. Mein Gott, noch mal. Oh. Mal wieder so eine kleine Schrecksekunde. Puh. Ach, ist er nicht mit Fähre? Wie komme ich denn auf Fähre? Na, das war auch lustig, ne? Ich erzähle einen von Fähre die ganze Zeit. Das ist nach Dover, richtig. Naja. Whatever. So. Sollen wir mal hier reinfahren hier? So. Ja, das war jetzt ein schönes Ding, ne? Ich erzähl von Fähre und dabei fahre ich weg Zug rüber. Okidoki. Oder auch so. Na dann. Oh, weiter geht's. Weiter geht's. Ich hoffe mal, ich bin hier richtig, aber man kennt ihn. Immer für Überraschungen gut. Also eine schicke Fähre, ne? Die auf Schienen fährt. Dann wollen wir leicht beschleunigen hier. Nicht schlecht. Ja gut. Ist ja nicht so dramatisch jetzt gewesen, ne? Zumindest sind wir jetzt in den Niederlanden.
Genau. Und versuchen jetzt hier irgendwo hier auf Spur zu kommen. Das wäre ja sensationell. Ach ja. Links hat sie gesagt. Oder rechts, links, ne? Abbiegen, ne? Decke links. Na komm. Aus dem Gebiet hier rauskommen hier. So, hier ist ein Zickzack. Oh, danke. Danke. Sehr nett. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh, sind wir erstmal in Calais, so ist das. Mein Gott nochmal. Herrlich das Ganze. Ja, jetzt sind wir von Calais rüber, hoch, kann man so sagen. Von der Landkarte her hoch. Nach Groningen, so. Verwirrung hier, komplett. So. Eine Sache ist schon mal gut, wir fahren wieder hier richtig. Keiner fährt verkehrt rum, das ist schon mal gut. Aber das war bestimmt nicht das waren bestimmt nicht meine letzten Touren hier in England, denke ich mal. Aber erstmal schon. Erstmal denke ich schon. Was hätte er da gerade gemacht? Immer geradeaus. Merkwürdig. Pause muss ich ja nicht machen, da ich ja meine Pause jetzt beim Zug gemacht habe. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Richtung Brüssel. So, das ist aber richtig. Die ganze Wegführung war ein bisschen jetzt verwirrend jetzt. Es war nicht verwirrend. Ich habe sie nur ein bisschen durcheinander gebracht. Aber gut. Kommt vor. Kommt daher, dass ich hier ein bisschen, naja, jetzt weniger unter Druck bin, aber muss erstmal runterkommen. Ein bisschen.
Aber Helga weiß ja Bescheid. Das ist ja die Hauptsache. Atze ist zwar da, aber Helga ist unterstützend, ja, irgendwo auch mit am Start. Manchmal auch ein bisschen durch den Wind, aber naja, gut. Schauen wir mal drüber hinweg. Wie jetzt bei mir. Ja, ja. Die Fähre halt, ne? Ha! Nicht schlecht. Ja. Die Fähre fuhr wie auf Schienen. Sensationell. Nicht eine Welle gespürt. Nicht seekrank geworden, nix. Alles gut. Wow, das ist ein riesen Containerschiff da. Das ist ja Wahnsinn. Steht da, glaube ich, ne? Natürlich mega. Mal hier mal den Rastplatz hier anfahren. Ganz dezent hier. Ja, ich werde doch nicht lange hier bleiben, deshalb kann ich mich so ein bisschen so, ne, ein bisschen so. Ihr wisst schon wie, ne? Nicht so wie man sich hinstellen sollte, aber. Und danach, ja, werde ich dann mal ein Schlückchen nehmen, ne? Vom leckeren Diesel. Okidoki, dann bis gleich. So, weiter geht's. So, haben wir schon vollgetankt. Stehen kurz vor der belgischen Grenze oder vor Eintritt in den belgischen Staat. Die wollen hier rein. Kommt mal. Hoppla, hoppla. Zu fahren, Junge? Dann komm, fahr. Mein Gott, nochmal. Ja gut, hätte ich stehen bleiben müssen. Können. Guten Tag. So, jetzt sind wir in Belgien. Sonne geht unter, kurz vor 7:30. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Schöne Aussicht hier.
Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ja, sicher. Warum denn nicht? Ach ja. Immer dieser Regen. So. Aber hat ja lange schon nicht geregnet. Obwohl, der Kurzaufenthalt in England war ja nicht so regnerisch, ne, würde ich sagen. Also, war okay. Mal jetzt zumachen. Wenn ich keine Tröpfchen hier kriege. Sonnenblumen, schön. Trotzdem schön. Auch wenn es ein bisschen regnet, das ist ja nichts. Also nichts Festes, sag ich mal so. Zurzeit zumindest. Also kann vielleicht noch schlimmer kommen. Ich will es nicht hoffen. Aber im Moment geht das so. Können wir auf Intervall gehen. Ja, naja. Bisschen was vor uns noch, ne? Das war sportlich, aber gut durchgefedert. Freifahrt hier. Kein Verkehr, das ist auch nicht schlecht. Ist gut so. Können wir Beleuchtung hier anmachen, ja richtig. Licht am Fahrrad hier. Noch geht es ja, ne? Ja, noch geht es. Noch brauchen wir nicht. Scheint ein bisschen heftiger zu regnen jetzt. Richtung Duisburg, ja, da möchte ich aber nicht hin. Möchte schon, aber mein Weg, meine Richtung sagt dir was anderes. Demnächst links abbiegen.
Biege nach links ab. Richtung Rotterdam. Ich glaube, es hat aufgehört zu regnen. Ich denke. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich achte drauf. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen.
biege nach rechts ab. Tunnel, langer Tunnel hier. Noch einer. Naja, das war ja nichts. Nur so eine Unterführung. So. Ja, schon viel abgerissen hier, ne? Die Strecke. Wieder ein Tunnel. Ja, das machen wir. Amsterdam Groningen, ja, wir sind auf Kurs hier. Alles gut. Alles sensationell. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, jetzt bleibt ihr alle hier stehen, ne? Und gleich fährt er wieder los, ne? Amsterdam sind wir ja schon mal. Wir sind schon mal ganz weit vorne. Sehr schön, schön beleuchtet hier. Sensationell. Mitternacht. Nur 50 hier.
Weiter geht's. Oh, eine WhatsApp. Von wem ist die denn jetzt? Von Hannes? Ups, ja. Ja, wahrscheinlich, weil ich mich wieder nicht gemeldet habe. Mal hören. Hallo Atze, habe eine neue Fracht für dich. Hä? Was ist Marlene? Ist da irgendwas? Okay, dann würde ich ja... Ja, vielleicht kann sie nicht oder hat er jetzt irgendwas, keine Ahnung. Oder ist ein bisschen jetzt... Also nicht. Ich spekuliere wieder. Ein bisschen. Keine Ahnung. Ist mir auch jetzt... Hauptsache, ich habe jetzt eine Fracht. Was auch immer. Hätte mir auch sagen können, ne? Eigentlich schon. Sie haben Post. Aha, ich glaube, das ist die Fracht. Wollen wir nicht weiter erzählen, ist er direkt... direkt Tacheles hier. Direkt Mail schicken, sagen, hier hat sie, also weißt du Bescheid schon mal. Ja, ist ja gut. Ich weiß auch nicht wohin jetzt, aber zumindest weiß ich, dass es jetzt, ob jetzt von da weitergeht, ich weiß ja nicht, inwiefern jetzt er mit Marlene jetzt sich jetzt kurz geschlossen hat und warum sie jetzt für mich keine hat. Keine Ahnung, will ich erfahren. Ruft er mich an oder vielleicht rufe ich ihn dann an, wenn ich dann da bin. Oder morgen früh, besser gesagt. Denn er weiß ja, dass ich die Tour habe, hundertprozentig. Das hat ihm wohl Marlene schon gesagt. Oder gemailt, keine Ahnung. Whatever. Das denke ich schon. Wir schauen mal, wenn wir da sind. Jetzt nicht. Jetzt konzentrieren wir uns hier auf die holländische Straße. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, klar. Ach ja, mein Gott, bist du mal zwei, drei schneller. So gut. So, jetzt darf ich aber wieder, ne?
aber noch gute 40 Kilometer. Also ist ja alles gut bislang. Hoppla, mal auf Spur bleiben hier. In der Zeit sieht das auch gut aus. 3 Uhr sollte ich da sein. Ja. Gut, dass ich ja meine Pause, meine Standzeit ja im Zug gehabt habe. Auf der Zugfähre. Sozusagen. Mein Gott, das ist eine Anekdote, echt. Tolle Anekdote. Geradeaus. Ja. Aber gleich nicht mehr, ne? Oder? Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Links halten und dann links abbiegen. Ja, wenn die mich mal lassen würden hier. Biege nach links ab. Ja, wenn die mich mal lassen würden hier. So. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Wieder zu Lidl? War das Lidl? Habe ich gar nicht drauf geachtet, dass ich wieder zu Lidl fahre. Okay. Dann ist es so, wie gesagt, das, also ich, war eine schöne Fahrt. Das war so ein bisschen so eine hektische Fahrt für mich. Aber haben wir überstanden. Das war eine schöne Fahrt, ja. Natürlich. Verstehen wir die Lidl-Trailers. Ja. Dann würde ich mal schauen. Und ja, die sind ja wahrscheinlich hier. Einige, alle Schotten dicht. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht bis morgen früh warten. Also sprich 6 Uhr oder so. Mal gucken. Ich schau mal. So, soll ich erstmal hier hinstellen. So ist die Order gewesen. Erstmal. Und zwar welche da, aber also keine Vollbesetzung, so wie ich das sehen kann, also sehen konnte, sag ich mal so. Sehr kurz durchs Lager huschen da. So. Und ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann ein bisschen dauern. So. Ist ja nicht dramatisch. Bin ja jetzt da. An mir lag es ja jetzt nicht. Oder liegt es ja nicht. Gut, ich glaube, ich dann... ja. Weiß ich nicht, was ich jetzt mache. Schauen wir mal. Vielleicht jetzt Hannes mal kurz anrufen, was Sache ist. Ja, hallo Hannes. Ja, ich habe deine WhatsApp bekommen. Ja, habe ich abgehört. Ja, die Mail habe ich auch gelesen. Also es geht jetzt nach Magdeburg, ne? Mhm. Okay. Wassermelonen, 20 Tonnen. Naja.
Ja, genau, ich bin in Groningen, ja. Jetzt muss ich aber, wie ich gelesen habe, jetzt zum, muss ich ein bisschen fahren, ne, zum nächsten Spedi, ne? Das ist jetzt, glaube ich, 10 oder 11 Kilometer weg von hier, ne? Ja. Ja. Ja, die haben mich gerade entladen, glaube ich. Hat sich so angehört. Wir haben nicht viel zu tun hier. Beziehungsweise, die haben ja auch keine Leute hier, aber okay. Ja. Ja, ich werde mich dann gleich aufs Ohr legen. Vielleicht fahre ich jetzt mal dahin oder bleib jetzt hier. Mit der Zeit, ne? Ja. 6 Uhr? Ja. Das schafft man schon. Ja. Und warum hast du mir jetzt den Auftrag jetzt besorgt? Oder hat das jetzt irgendwas zu sagen? Ach so, Marlene ist auf Schulung. Hat sie mir gar nicht erzählt. Ja, okay. Ja gut, hat sie vielleicht da... Ja, ist ja zweitrangig, ne? Alles klar. Ein paar Tage. Ja gut, dann wird das wohl bei der nächsten Tour wieder... Ja, achso, hat sie dich gebeten, dass sie da, dass du das dann weiterleitest. Okay. Nö, also kein Problem. Ich wollte nur wissen, warum das jetzt wieder so läuft. Wie früher. Ja. So, sonst alles klar. Ja, in England ein bisschen, ne? Also, ich fand ja alle verkehrt da. Ja, genau. Naja. Ja, waren ja nur 2 Touren, ne? Ja, ich weiß, irgendwann muss ich ja wieder hin, ist klar. Das, kann ich mir schon denken. Ja, aber erstmal geht es jetzt wieder nach Good Old Germany, ne? Magdeburg. Und dann weißt du schon was, oder? Nee, ne? Schade. Na gut, dann, ja. Hat gut geklappt, ich meine. Habe ich auf dem Weg hierher gekriegt, weiß nicht, da waren noch ein paar 100 Kilometer oder was, da wo ich die, aber na, ist klar, während der Fahrt ist nicht. Aber gut zu wissen, dass ich dann schon was habe. Weißt du ja, ne? Ja, du weißt ja. Ja, ich hab's ja nun mal, wenn ich das schon im Vorfeld weiß, ne? Das Ganze. Mal gucken, vielleicht fahre ich hier raus und muss ich jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwo, vielleicht kann ich mich sonst irgendwo hinstellen. Schauen wir mal. Jo, na gut. Alles klar, ich melde mich dann, ne? Ne, ehrlich, doch. Ja, ein bisschen Stress gehabt. Also, zwischenzeitlich, ja. Alles klar. Dann schöne Grüße an alle, ne? Okidoki. Ciao. Ja, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also, jetzt geht die nächste Tour nach Magdeburg. Stand in der Mail drin. Hat er mir auch gerade nochmal so beiläufig, ja, auch bestätigt, wie ich ihm das gesagt habe. 437 Kilometer, Wassermelonen, ja, 20 Tonnen, 641 Euro, wie das Ganze vergütet brutto, ja. Ja, und weiter, wenn ich um 6 Uhr da bin, ist hier, ja, 11 Kilometer von hier entfernt. Und das geht, glaube ich, nach zu Lidl, glaube ich, ins Lager, da ins Zentrallager nach Lidl in Magdeburg, ja. Naja, gut, dann weiß ich ja schon mal, wo es dann nach, jetzt danach hingeht. Also, sprich, in ein paar Stunden. Und für euch in der nächsten Folge. Ja, dann würde ich dann mal sagen, hoffe ich mal, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert und teilt es. Wäre sensationell, wenn ihr Kritik habt oder irgendetwas anderes zu bemäkeln oder zu loben habt, ne? Auch gern gelesen. Dann rein in die Kommentare, würde mich darüber sehr freuen, so oder so. Und ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und allzeit gute Fahrt. Euer Atze Gaming. Ciao.